Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Potion Permit. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würde mich sehr freuen, so den ihr euch dazu entscheiden solltet. Und wir haben den ersten Patienten geheilt. Wir können jetzt vielleicht noch ein bisschen in den Wald gehen und vielleicht noch ein bisschen was abernten oder so. Oh, hat der Hund schon wieder Hunger? Nee. Wollte schon sagen, weil der so langsam ist. Der lahmt so ein bisschen, der Hund. Ich bitte zu entschuldigen, wenn das Frame-Pacing manchmal nicht so perfekt ist im Video. Aber sieht eigentlich ganz okay aus, gerade in OBS. Weil ich spiele halt auf 144 FPS und aufnehmen tue ich in 60, aber 60 geht nicht rund in 144 rein, versteht ihr? Deswegen sieht ja manchmal, skippt er natürlich ein paar Frames. Und zwar nicht 60 Stück, was dann quasi einfach jeder zweite wäre, sondern... Ja, keine Ahnung, wie er das jetzt genau macht. Deswegen ist das Frame-Pacing nicht perfekt. Könnte besser sein. Wenn du Konsumgüter aus deinem Rucksack verzehrst, stellt er deine Ausdauer wieder her. Ausdauer kann auch durch Schlafen bei dir zu Hause oder durch ein Bad im Badehaus Weidenbad wiederhergestellt werden. Wenn dir die Ausdauer ausgeht, kannst du deine Werkzeuge nicht mehr benutzen. Außerdem läufst du langsamer. Also können wir auch Sachen essen. Ich weiß ja nicht, ob ich Coral Island besser finde oder das hier. Das muss man sich dann, das muss ich mir halt anschauen dann. Aber am Ende des Tages finde ich beide Spiele toll. Und ich weiß, ich habe auch eigentlich gesagt, dass ich heute Coral Island spielen würde, aber... Ich habe mir gedacht, ich fange mit Potion Permit jetzt an. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich die beiden Spiele in Abwechslung auf YouTube bringen möchte. Und dafür brauche ich natürlich auch Parts von Potion Permit, ne? Sonst kann ich das nicht abwechselnd bringen. Ist ja schlecht, wenn ich nur von einem Spiel Parts habe. Ein bitter schmeckender Saft. Kann ich dann auch Tränke herstellen, die meine Ausdauer wieder voll machen? Ja, bestimmt, ne? Könnte einige sehr interessante Möglichkeiten hier geben im Spiel. Ich habe ja tatsächlich, als ich das Spiel damals gesehen habe, das erste Mal habe ich gesagt, das sieht sehr hübsch aus und so, aber ob das was für mich ist? Keine Ahnung, ich bin ja eher so der Farming-Typ, aber wie man sieht, man muss sehr viel farmen im Spiel. So. Wir haben jetzt 56 Geld, 30 Holz und 35 Stein. Ja, ich kann natürlich gucken, ob ich irgendwas esse. Also aus den Lebensmitteln. Man sieht aber nicht, wie viel das wieder gibt, ne? Das ist nicht sehr viel. Was ich mich natürlich auch noch frage, kann man da vielleicht sogar die Baumstümpfe noch entfernen, irgendwie mit dem Hammer oder so? Keine Ahnung. Aber das Spiel ist nicht Early Access gewesen, ne? Das war schon Full Release, ne? Was ich immer sehr schön finde, wenn das Spiel einfach vollständig ist. Wenn es rauskommt. Sogar ein Polizeirevier haben die hier. Uiuiui. So, was können wir denn so alles... Steht hier irgendwas nur für Heilmittel, leider? Aber nicht irgendwie Heilmittel... Ausdauer, Erschöpftheit. Ich brauche ein Heilmittel für Erschöpftheit. Ah. Na gut, wir müssen On-Demand herstellen. Alles andere macht ja nicht so wirklich Sinn. Was ist das hier unten? Das war gerade an nichts zu erforschen. Man kann Sachen erforschen. Okay, ich bin gespannt. Dann gehen wir mal schlafen. Ja, da sind wir wieder wach. Erstmal sitzen. Wie geht's euch, Leute? Auf YouTube. Alles gut bei euch? Habt ihr Spaß? Gestern Coral Island geguckt, heute Potion Permit. Ja, wer weiß. Sind beides, glaube ich, Spiele, die sehr in meine Nische reingehen. Guten Morgen. Einige Mitglieder des Alchemistenrats sind im Rathaus eingetroffen. Sie möchten etwas mit dir besprechen. Würdest du mir bitte folgen? Da bist du ja. Ich hatte nicht erwartet, dass es dir so schnell gelingt, die Tochter des Bürgermeisters zu heilen. Ich muss sagen, dein Erfolg hat uns angenehm überrascht.
Ich habe euch alle hergebeten, um zu besprechen, wie es weitergehen soll. Ja, dessen bin ich mir gewahr. Könntest du das bitte noch etwas weiter ausführen? Wie ihr wisst, hat euer Alchemistengenie meine Tochter heilen können. Aber nun ist mir klar geworden, dass das, was mit Ruhe geschehen ist, auch jeden anderen unserer Bürger treffen könnte. Unser Wissen um das Heilen ist sehr begrenzt. Und darum brauchen wir jemanden wie dich, Teffli. Damit du uns mit deinem Wissen weiterhilfst. Wenn das nicht zu viel verlangt ist, möchte ich um eure Erlaubnis bitten, Teffli eine Weile hier behalten zu dürfen. Damit wir voneinander lernen können. Und das Band zwischen Mondburg und der Hauptstadt gefestigt wird. Aber natürlich, Bürgermeister, unsere Kammer unterstützt diesen Gedanken gerne. Eine solche Zusammenarbeit könnte zu einem Meilenstein für beide Parteien werden. Es ist unser wichtigstes Ziel, an so vielen Orten wie möglich zur Sicherheit und Gesundheit der Menschen beizutragen. Teffli kann hierbleiben, solange ihr dies wünscht. Danke. Ich erteile diesem Mitglied des Alchemistenrats meine offizielle Erlaubnis, in Mondburg zu leben und zu arbeiten. Und ich als Abgesandter des Alchemistenrats erteile Töffli das Mandat, vom heutigen Tag an den Bürgern von Mondburg zu helfen. Nun, damit ruht eine wichtige Aufgabe auf deinen Schultern. Nun geh und tue, was du am besten kannst. Mein Glückwunsch. Jetzt entschuldigt uns bitte, wir müssen den nächsten Zug erwischen. Und einen Bericht über diesen Meilenstein verfassen. Oh, das wird ein langer Bericht. Vielleicht überlasse ich diese Aufgabe dir, Moira. Bitte, Colin, das ist deine Aufgabe. Sei nicht so kindisch. Hört auf zu zanken, ihr zwei. Wir müssen los. Viel Erfolg, Töffli. Wir verlassen uns auf dich und Mondburg auch. Nun, da du offiziell bei uns bleiben wirst, sollten wir unsere nächsten Schritte besprechen. Ich weiß die Bemühungen, die du in Ruhes Genesung gesteckt hast, sehr zu schätzen. Meine Frau und ich werden ewig dankbar sein. Ich muss für einige große Veränderungen sorgen, um zu verhindern, dass solche Krankheiten im Mondbock Fuß fassen. Aber, wie du ja weißt, sind nicht alle Einwohner Mondbocks Leuten aus der Hauptstadt wohlgesonnen. Um das Gesundheitswesen hier verändern zu können, müssen wir zuerst die Einstellung dieser Menschen verändern. Wir müssen uns alle Mühe geben, um sie zu überzeugen. Einige von ihnen werden vielleicht etwas starkköpfig sein, aber es sind alles nette Menschen. Warum stellst du dich nicht zunächst einmal allen vor? Ich bin mir sicher, wenn sie dich erst kennen, werden sie zugänglich. Vertrauen spiegelt wieder, wie sehr du als Alchemie-Genie in Mondburg anerkannt wirst. Das Daumen-Hoch-Symbol zeigt das aktuelle Vertrauen der Gemeinde zu dir an. Wird dir dagegen ein Daumen-Runter-Symbol angezeigt, beeinflusst das, wie die Bewohner dich behandeln. Sie werden nicht mit dir sprechen und du kannst keine Events in der Stadt auslösen. Du verdienst Vertrauen, indem du den Bewohnern erfolgreich hilfst. Schlägt deine Behandlung fehl, verlierst du Vertrauenspunkte. Ja, derzeit habe ich ganz schön viel Vertrauen. Das ist doch super, oder? Dann stellen wir uns mal allen vor. Es gibt nur 10 Leute hier, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass es nur 10 Leute hier gibt. Ich glaube, es reicht, wenn wir uns einfach 10 Leuten vorstellen. Die Tür ist verschlossen, stand da gerade, oder? Ich bin einfach reingegangen, okay. Ich bin einfach reingegangen, obwohl verschlossen ist. Da ist das Potato, der lässt sich nicht aufhalten von der verschlossenen Tür. Aber in den Läden ist niemand, ne? Ja, oh, das Alchemie-Genie. Ich bin Sieg. Diese Stadt ist wunderschön, nicht wahr? Hier ist es besser als in der Hauptstadt. In jeder Hinsicht. Bam, badam, bam, badam, bam. Was ist denn hier unten? Oh, Siegszelt. So ein bisschen Stardew Valley mit dem einen Typen, der obdachlos ist. Oder, ja, Obdach hat er ja. Er hat sein eigenes kleines Hütchen da unten. Immerhin. Badadam. Badadam. Können wir mit den Leuten sprechen jetzt hier in einem Haus oder so? Anders Haus. Wie man in jedes Haus reingehen kann. Schlüssel!
Flipper klauen. Ein Alchemie-Genie. Ich bin Victor. Was willst du von mir? Warte, Sinus scheint dich zu mögen. Sinus, du kannst ihn nicht sehen, aber natürlich. Beim Klabautermann, was schaust du so? Das ist wohl das erste Mal, dass du eine alte Seebärin siehst, was? Ich bin Liano. Das ist mein Laden am Strand. Der Laden am Strand. Bam, bam, bam. Badam, bam, bam. Ottmar sagen Hall. Ottmar mögen Alchemie-Genie nicht, Liano mögen Alchemie-Genie nicht. Am Halsband der Katze befindet sich eine Marke. Auf ihr steht Kips, die Katze gehört Sieg. Bitte nicht füttern, sie hat eine Futterallergie. Okay. Sieh mal, wer da ist, der Flüchtling aus der Hauptstadt. Denk immer daran, dass ich Derek jeden Schritt beobachte, den du machst. Gut, Derek. Miau. So, dann müssen wir noch Leute suchen. Vier Leute noch. Da-da-dam. Ich glaube, in den Häusern ist niemand, ne? Die sind alle draußen unterwegs. Da-da-da-dam. Badam-bam. Wobei, die können natürlich auch alle hier sein, ne? Oh, hallo. Könntest du mir vielleicht helfen? Wobei, oh, ich presse Weintrauben aus. Um ehrlich zu sein, ist die Arbeit zu schwer für mich allein. Ich habe schon versucht, einen Helfer zu finden, aber hatte bisher kein Glück. Würdest du mir wohl bei nächster Gelegenheit helfen? Das ist toll. Du kannst dich dann auf der Tafel am Eingang dafür eintragen. Und natürlich revanchiere ich mich für den Gefallen. In deiner Freizeit kannst du Nebenjobs annehmen und im Polizeirevier in der Kirche oder im Postamt arbeiten. Die Arbeitszeit beträgt 2 Stunden. Für den erfolgreichen Abschluss erhältst du Belohnungen. Ja, machen wir das auch einfach einmal. Wir haben noch Zeit heute am Tag. Möchtest du beim Traubenpressen in der Kirche helfen? Achtung, Teilzeitarbeit dauert 2 Stunden. Ist das wieder so ein Zeitspiel? Dieses besondere Minispiel kann während deines Nebenjobs in der Kirche gespielt werden. Das Ziel dieses Minispiels ist es, in der vorgegebenen Zeit so viele Trauben wie möglich zu pressen. Wenn du die Geschwindigkeit der Presse kontrollierst, kannst du mehr Trauben pressen. Wie kontrolliert man das jetzt? Einfach Buttonmashing. Mehr geht nicht. Okay. Das war sehr simpel. Aber meinetwegen. Bam. Badam, badam. Galt das jetzt nicht als Vorstellen? Okay, warte mal. Wir gehen nochmal rein und reden mit ihr. Hallo, ich bin Schwester Cecilia. Ich weiß, dass du die Mondbock-Gemeinde nicht besonders angetan von dir ist. Keine Sorge, unsere Kirche steht immer allen offen. Badam, bam, badam, bam. Badadambam. Guten Tag, Teffli. Wenn jemand unhöflich zu dir ist, nimm es nicht persönlich. Ich hoffe, du magst diese einfache Stadt. Ja, meinst du mich? Genau solch Manieren würde ich von jemandem aus einem schmutzigen Ort wie der Hauptstadt erwarten. Mein Name ist Nova. Mit etwas Beharrlichkeit kann ich deine seltsame Frisur und dein Outfit richten. Nee, lass mich doch in Ruhe. Es gibt bestimmt noch mehr Frisuren im Spiel. Die kann man nur im Spiel dann freischalten. Am Anfang bei der Charaktererstellung, die habe ich jetzt nicht drin gehabt, kann man nur 4 Frisuren auswählen. War ein bisschen wenig. So, da unten ist die letzte Person, die wir noch kennenlernen müssen. Hallo, ich bin Cassandra, Miteigentümerin des Badehauses von Mondborg und Ehefrau des Polizeichefs.
Ich hoffe, Osman ist nicht zu streng mit dir. Er mag keine Fremden. Yay, auf zum Rathaus. Badam, Hundi, komm her. Und gestreichelt wirst du auch nochmal. Bam, badam, bam. Badadam, babam, bam, bam, bam. Also manchmal habe ich so ein Mikro hoch, klar. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also besser als mein Rechner kann man nicht mehr werden gerade. Also ich habe gerade wirklich einen Rechner, also das Beste, was Geld kaufen kann im aktuellen Moment. Badam, bam, bam. Ich muss doch Rathaus mit ihm sprechen. Alchemie-Genie, wie kann ich dir helfen? Ich bin Xiao. Ich organisiere alle Anfragen aus der Gemeinschaft. Ich kann dir helfen und sie vor dem Rathaus aushängen. So, wir müssen Etage 1. Ah. Du hast also alle Einwohner von Mondburg getroffen. Ausgezeichnet. Dann lass uns doch jetzt zu der wichtigsten Sache kommen, ja? Wie du wohl gemerkt hast, empfangen dich nicht alle hier mit offenen Armen. Das hat seinen Grund. In der Vergangenheit ist es hier zu einem Unfall gekommen, an dem ein Alchemie-Genie die Schuld trägt. Der Unfall hatte solche Ausmaße, dass große Teile der einheimischen Pflanzenwelt ausgelöscht wurden. Seither sind Alchemie-Genies, besonders solche aus der Hauptstadt, in Mondburg nicht mehr willkommen. Um unser aller Gesundheit haben sich allein Matthew und seine Familie gekümmert. Und es lief auch wunderbar. Wir brauchten keine Alchemie-Genies, um ein gutes Leben zu führen. Bis dann eines Tages Ruhe krank wurde. Matthew hat alle erdenklichen Heilungsmethoden ausprobiert, aber nichts hat ihr geholfen. Und da wurde es mir klar, es gibt Probleme, die wir einfach nicht alleine lösen können. Vielleicht sollten wir nicht eine ganze Berufsgruppe verdammen wegen nur einer Person. Also habe ich dich hergebracht, um zu sehen, ob du, ein Alchemie-Genie, meiner Tochter helfen kannst. Und es kam, wie ich es erwartet hatte. Du hast sie geheilt. Die Bürger Moonburys tragen immer noch die Narben dessen, was geschehen ist. Aber ich hoffe, dass du sie jetzt besser verstehst und dass es dir gelingt, ihr Vertrauen zu gewinnen. Ich möchte dir dies hier geben. Das ist ein Genehmigungsabzeichen. Es gewährt dir Zugang zu einem größeren Teil unserer Insel, sodass du mehr Materialien und Zutaten sammeln kannst. Bitte entschuldige, wenn dir das etwas seltsam vorkommt. Es ist einfach eine der Regeln unserer Stadt. Mit der Heilung meiner Tochter hast du bewiesen, dass du dein Handwerk als Alchemie-Genie verstehst. Und wenn du in der Zukunft Beweise für weitere Fähigkeiten erbringen kannst, werde ich dein Abzeichen gerne aufwerten. Ich freue mich auf den Beitrag, den du uns zu unserer Gemeinschaft leisten wirst. Ba, ba, ba. Genehmigungsabzeichen 1 erhalten. Dieses Abzeichen kannst du verdienen, wenn du dich als gutes Alchemie-Genie bewährst. Mit diesem Abzeichen hast du Zugang zu bestimmten Bereichen auf der Insel, die dir bei der Materialiensuche zugutekommen werden. Die einzige Person, die das Abzeichen verleihen kann, ist der Bürgermeister von Mondburg. Um dich als gutes Alchemie-Genie zu bewähren, musst du vom Alchemistenrat bewertet werden. Sie können dir ein Empfehlungsschreiben aushändigen, das dir bei der Verbesserung deines Abzeichens helfen wird. Ich bin ja mal gespannt, wann jetzt irgendwie der erste Random-Fall kommt, aber ich nehme an, die ersten Fälle werden noch nicht zufällig sein, aber wer weiß. Sehe ich jetzt hier irgendwie, wo ich jetzt weiter kann, oder ging es darum, dass ich hier nicht weiter durfte dann? Aber das ist halt einfach nicht aufgedeckt da unten, aber hier ist auch noch ein bisschen was zu entdecken und da oben auch noch. Ah, gute Frage, was damit gemeint ist, wo ich jetzt hin darf. Aber wir müssen jetzt sowieso farmen gehen. Warte mal, ist da oben? Da oben war nur ein Fisch, ne, wegen genau Angelplatz am Strand, aber ich meine keine Angel, ne? Ne. Wir haben noch keine Angel. Verdammt. Naja, aber Ressourcen können wir trotzdem sammeln. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Bären, dass der mir sehr wehtun wird, wenn ich versuche, gegen ihn zu kämpfen, aber... Versuch macht klug, wa? Aber wenn man hier nach unten geht, dann kommen wir nur zum Bahnhof, ne? Da ist nichts weiter, glaube ich. Und da gibt es auch am Strand irgendwas zu sammeln. Kann man da irgendwie über die Gleise drüber, oder... Ne, da steht einfach der Zug. Ob man irgendwann auch in die Hauptstadt kommt?
um irgendwas da zu besorgen oder so? Oder da einzukaufen? Zumindest in die Einkaufsstraße der Hauptstadt wäre schon mal was Interessantes zu sehen. Ich glaube zwar nicht, aber schauen wir da einfach mal. Vielleicht geht es so, dass ich jetzt hier unten lang darf, aber hier sieht irgendwie aus, als wäre es zu, ne? Ne, hier wohnt, ach, hier wohnt Matthew, okay. Ich bin Matthew, der einzige Heildoktor in Moonborg. Maya hat mir von dir erzählt. Es war sehr naiv von ihm, dich hierher zu bringen. Und ich kann nicht mehr lesen, ich merke das schon. Ich habe halt lange kein Final Fantasy XIV mehr gespielt. Das Lesen ist gerade ein bisschen schwieriger geworden. Man muss es halt echt üben die ganze Zeit. Aber wird schon. Das wird schon, meine lieben Freunde. La la. La 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 la. La. Da-dam, bam, bam. Ba-da-dam. Ja, das Fiese an dem zum Kämpfen ist, dass die Reichweite halt niedrig ist. Ba-dam, bam, bam. Ba-da-dam. Wie geht's? Ach, wir reden nur über das hier. Dieser Erdrutsch blockiert den Weg schon eine ganze Weile. Früher haben wir auch da hinten nach Materialien gesucht, aber jetzt kommen wir nicht mehr weit. Alles beiseite schaffen. Ja, ich schätze, dann könntest du auch weiter entfernt nach Materialien für deine Tränke suchen. Wenn du die nötige Ausrüstung hättest, könnten wir dir auch dabei helfen. Wir brauchen ein paar Ressourcen und ein starkes Fischernetz. Vielleicht findest du jemanden in der Stadt, der uns das leihen kann, was wir brauchen. Vielleicht finde ich da was, aber ich muss erstmal... Das werden wir nicht mal an diesem Tag hier schaffen, glaube ich. Ressourcen mitnehme ich aber nicht verkehrt. Wer weiß, wofür wir das ganze Holz so gebrauchen werden. Vermutlich fürs Haus und für andere Sachen. Unsere Klinik vor allem. Von daher schon praktisch, wenn wir jetzt wirklich mal hier anfangen, die Sachen entsprechend auch mitzunehmen, die wir brauchen. Werden, also Holz und Steine. Weil das werden wir definitiv auch dann brauchen. Also so schwer ist der Bär gar nicht zu töten. Es geht eigentlich. Okay, wir müssen gleich mal ins Bett.
dafür reicht es nicht mehr, ne? Nee, nee. Dafür reicht es nicht. Lass mal nach Hause gehen. Ich sehe es nachher schon kommen. Ein Bett upgraden kostet 200 Holz. Und dann stehe ich da mit meinen 72 Holz. Ich frage mich, ob es ein Inventarlimit gibt. Eins weiter nach oben. Da ist unser Haus. Ich glaube, wir können jetzt theoretisch alles davon herstellen. Aber so wie das hier aussieht, mit dem Inventar hier, sieht das aus, als hätte man für jeden Ding einen Slot und man kann davon einfach eine Zahl haben. Vermutlich 99 oder so am Ende. Keine Ahnung. So, am nächsten Tag gehen wir dann ins Ding zwischen ins Rathaus und Taverne. Ne, Gasthaus, genau. Da gehen wir jetzt hin. Hey Töffli, wie gefällt dir das neue Gebäude? Sieht es nicht fantastisch aus? Rena hat geholfen und allerlei wichtige Dinge eingebaut. Ein Alarm. Du hörst dieses Geräusch klar und deutlich, nicht wahr? Ich lasse die Sirene ertönen, wenn einer unserer Einwohner krank wird und hergebracht wird. So weißt du immer sofort Bescheid, dass du einen neuen Patienten hast. Hallöchen, Alchemie-Genie. Ich hoffe, du bist mit meiner Arbeit zufrieden. Ich bin dann hier fertig, schätze ich. Zeit zu gehen. Danke für deine Hilfe, Rena. Gern geschehen, Bürgermeister, Alchemie-Genie. Und nun entschuldigt mich bitte. Wie wunderbar, dass du jetzt einen Ort hast, an dem deine Patienten geheilt werden und genesen können. Ich werde allen sagen, dass sie herkommen sollen, wenn sie krank sind. Bitte behandle jeden Einzelnen mit größter Umsicht. Ich vertraue dir. Bitte enttäusche mich nicht. Wenn du versagst, nun, wir sind alle eine große Familie. Wenn du einen von uns verletzt, verletzt du alle. So, ich muss mich auf den Weg machen. Hab einen guten Tag, Töffli. Ich glaube, jetzt sind wir durch das Tutorial durch. Größtenteils. Klinik freigeschaltet. Einwohner von Mondbock, die krank sind, werden automatisch in die Klinik gebracht. Wenn das passiert, wirst du am Morgen von einer Sirene und einem Stroboskoplicht darüber informiert. Du kannst deine Klinik im Bauen und Einrichten auch verbessern. Jede Verbesserung kommt dir und deinem Patienten zugute. Bauen? Kann man hier irgendwo bauen? 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 Wie baut man? Wie baut man? Keine Ahnung. Irgendwas mit Bauen. Ich habe doch keine Ahnung, wie Bauen funktioniert. Aber wird schon. Wir müssen jetzt erstmal in die Taverne gehen. Badadam, badam, bam. Also, Gasthaus. Ja, oder? Was für eine Schande. Das finde ich auch, Fräulein Runenherz. Hey, Töffli. Worüber wir reden? Über die Fischernetze, die wir in der Windrose gekauft haben. Ich bin eine langjährige Kundin. Ich benutze die Netze, um schwere Schmiedeausrüstung zu transportieren. Und unser Polizeirevier verwendet sie, um auf Patrouille wilde Tiere einzufangen. Sie sind extrem reißfest. Zu schade, dass sie sie nur so selten im Angebot haben. Ich verstehe das ja. Es ist sicher nicht einfach, so hochwertige Netze herzustellen. Wenn sie doch nur mehr produzieren könnten, dann wäre uns allen geholfen. Wohl wahr, Fräulein Runenherz. Du schaust so interessiert, Töffli. Hättest du auch gerne eins? Dann musst du zur Windrose. Aber ich bezweifle, dass du eins bekommst. Viel Glück. Okay, dann müssen wir zur Windrose. Da-da-da-b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 a-da-da
Aber Windrose war das am Strand, ne? Das der Laden, nehme ich mal an. Hat sie mir, glaube ich, auch gesagt, dass das der Laden ist. Ah ne, das ist der Friedhof, da wollen wir nicht hin. Also noch nicht. Also ich hoffe auch keiner meiner Patienten wird jemals da hinkommen. Das wäre doch gar schrecklich. Erstmal streicheln. Mein Hundi muss ja ein guter Freund von mir werden. Badam bam, badam bam. Ah. Willkommen in der Windrose. Oh, du bist das, Blaujacke. Was brauchst du? Ein starkes Fischernetz. Die sind ausverkauft. Arr. Guck mich nicht so an. Wenn es dir so wichtig ist, frag Ottmar, im ersten Stock. Er hat sich hier immer hergestellt und vielleicht ist ja noch eins übrig. Wenn die Gezeiten dir wohlgesonnen sind. Unsere Netze sind ganz schön beliebt. Arr. Der mag uns nicht. Hallo, Töffli. Warum du Ottmar besuchen? Du wollen Ottmars gute Stahlfischernetze. Viele Leute wollen Ottmars Netze. Ottmar glücklich. Aber Ottmar haben nur noch das eine, nicht verkaufen. Aber vielleicht mit Töffli tauschen. Ottmar brauchen Sachen für das Strandcafé, Honig und Gewürze für leckeren Mais. Hier, Ottmar haben eine Liste. Wenn Töffli Sachen bringen, bekommen Ottmars letztes Netz. Ottmar warten und wünschen Glück. Ja, Basilikum habe ich schon. Honig habe ich erst einen, da müssen wir noch mehr Beeren töten. Wir brauchen noch einen Pilz, das heißt, mein Hundi muss heute leer ausgehen. Tut mir leid, Hundi, gibt nichts zu essen für dich. Also wir werden bestimmt mehr als einen Pilz finden. Aber jetzt kann ich dir nichts zu essen geben, Hundi. Aber meine lieben Freunde auf YouTube, geht dann weiter im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Bett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.